Es gab ja in den 40er Jahren zwei rivalisierende Orchester. Das eine, das von Glenn Miller, und das andere, das von Louis Armstrong. Die waren sich nicht so ganz grün. Und Louis Armstrong wäre, ich glaube, in diesem oder im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden. Und deswegen spielen wir jetzt noch ein Stück von Glenn Miller.